Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Barbara-Box-Adventskalender. Der steht hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich liebe dieses Boxendesign. Also das ist ein ganz, ganz toller Adventskalender tatsächlich von der... du kannst es halt super auch weiterverwenden, wieder befüllen. Und ich habe den für 119,99 Euro gekauft, beziehungsweise ich habe ihn im Presale günstiger gekauft. Der kostet jetzt gerade wieder 119,99 €. Vielleicht wird er nochmal im Laufe der Zeit günstiger, ne? Hier ne, wunderschön. Rot finde ich für die Weihnachtszeit richtig cool. Teilweise auch goldene Applikationen. Soll einen Warenwert von über 400 Euro beinhalten. Deswegen vermute ich die ein oder andere Hochpreisemarke. Hochtreibemarke. So. Und nicht lang schnacken. Wir schauen jetzt mal hinein. Und Barbara Box gibt es ja auch als generelle Abo-Box, ne? Ich habe jetzt die Nummer 1 und die kann man ja abonnieren, dass die, glaube ich, alle 2 Monate erscheint. So, wir starten mit Dr. Hauschka Color Correcting Powder. Super. Richtig gut. 8 Gramm. Das dürfte eine Full Size sein. Also das ist ja mal ein cooler Start in die Adventszeit. Jetzt muss ich mal gucken, wie die Farbe 01 so aussieht. Ist, glaube ich, eine Apothekenmarke, ne? Also sehr, sehr fancy, so dreieckig. Schwierig zum Aufbewahren. Cool von der Verpackung her. Wow. Das ist bunt. Also da ist ja noch eine Folie drauf. Huch. Ich hoffe, also wow. Also lila, rosa, braun, beige... Ich swatch das jetzt einfach mal. Das wird eher rosa. Also für mich mit meinem kühlen, neutralen Hautunterton wird das richtig geil sein. Ich mag ja auch sehr gerne diese rosa Puder. Ich hoffe nur, dass es nicht zu dunkelrosa für mich ist. Aber ich finde es schon mal ziemlich geil, muss ich ehrlich sagen. Der 2. Dezember enthält was Klappriges. Nein, es ist nicht wirklich klapprig. Es ist das La Vie est Belle von Lancôme in einer Miniatur. Also 4 ml haben wir hier drin. Und ich glaube, viele freuen sich darüber, denn das sind halt auch so Dinge, die man gerne sammelt. Ne? Ich packe ja Parfüm-Miniaturen Adventskalender dieses Jahr. Die werden auch verlost werden, weil ich persönlich das nicht selber sammle. Aber ich weiß, dass viele drauf abfahren. Und deswegen sehr, sehr gut. Hochpreisiges, hochwertiges Parfum hier drin. Mag ich. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und die ist schwer und da ist eine große Tube drin. Eine Handcreme gehört in einen Beauty-Adventskalender. Genauso auch eine Lippenpflege, finde ich persönlich. Und das ist ja eher Beauty, auch ein bisschen Lifestyle mit dabei. Kamel, Hand- und Nagelcreme und das ist echt ein Oschi, ne? 100 ml sind hier in der Tube drin und Kamel ist auch... So altbacken ist auch Klingmark eine sehr, sehr gute Marke, was Handcremes auch angeht. Dementsprechend finde ich das toll, dass es hier mit drin enthalten ist. Denn das ist wirklich... Pflege pur. Da hast du nicht so fancy-pansy drumherum, sondern es ist eine solide Pflege. Hier haben wir die Nummer 4. Holla die Waldfee. Das ist ein bisschen zu groß für sein Büchschen, aber das finde ich ehrlich gesagt gut. Also besser, du hast jetzt so große Produkte drin, sodass das Ding hier ein bisschen bauchiger gemacht wird, als dass du irgendwelche Minisachen drin hast. Ne? Salt House Totes Meer Intensivcreme Forte. Eine reichhaltige Spezialpflege für Körper, Gesicht und Hände. Ja, pH-hautneutral für sehr trockene und empfindliche Haut. 100 ml dürfte auch eine Originalgröße sein und das finde ich klasse, muss ich ehrlich sagen. Ich habe eine sehr empfindliche Haut. Ich denke, dass das auch ein Produkt ist, was ich in der Familie auch so in Adventskalender packen werde, denn da packe ich natürlich auch nochmal separat Adventskalender, ne? Und finde ich klasse. Wirklich cool. Also bislang halt wirklich sehr sinnvolle Produkte. Nicht irgendwie so ein Ding, was irgendwie, ne, so sieht die Tube aus, yay. Nicht irgendwas, was total abgefahren ist oder so, sondern Dinge, die man halt einfach gebrauchen kann. Der 5. Dezember ist der Tag von Nikolaus. Es ist sehr leicht. Und hier ist eine Maske drin. Ich glaube ich jedenfalls. Masken, ja, Masken mag ich. Im Asam Collagen Lift Neckel Dekolleté Mask. Oh, die ist toll. Da sind 2 Sachets drin enthalten. Und das sind 10 ml hier drin. Finde ich super. Gehört so ein Produkt in einen 120-Euro Adventskalender? Kommt drauf an, was noch so kommt, ne? Finde ich eigentlich okay. Doch, muss, geht. Ja, muss. Tja, ich habe jetzt hier 2-mal die Nummer 9. Also irgendwas davon ist umgedreht. Wir gucken einfach mal in das Größere und vermuten, dass dort Nikolaus drin ist, ne? Mal schauen. Könnte hinhauen. Larizzi Cosmetics habe ich hier am Start. Eine Artistry-Palette.
cruelty-free und vegan. Larizzi ist auch so eine typische Marke, die du eigentlich nur in irgendwelchen Boxen oder Adventskalendern findest. Ich habe die jetzt auch noch nicht wirklich im Laden gesehen, aber durchaus coole Produkte. Also in meiner allerersten Beauty-Box, die ich ausgepackt habe, war auch, also ich meine, das war die erste, war ein Bronzing-Stick drin. Und hier haben wir, naja, ich weiß nicht, wie kreativ man damit werden kann, 5 Töne, die alle sehr zurückhaltend sind, aber es ist halt eine Lidschattenpalette und gleichzeitig kannst du die aber sicherlich auch als, also die beiden Töne zum Beispiel als Bronzer oder Kontur verwenden und vielleicht den Ton als Highlighter, je nachdem wie intensiv das Ganze pigmentiert ist, ne? Und ich glaube auch, dass die Farbgebung sehr gefällig ist. Ich weiß nicht, ob man sehr laut Hooray rufen würde, wenn man eine grüne Palette reinpacken würde. Ich ja. Aber ich glaube, so 90% derjenigen, die halt den Adventskalender sich holen, eher weniger. Von daher macht es Sinn, dass sowas drin ist. Und in der 6. Lidschattenpalette feiere ich. Der 7. Dezember enthält was zum Naschen. Ja, ein Sven Jack. 65 Gramm Apfelstrudel. Liebe ich. Das finde ich gut. Ich mag die Riegel von Sven Jack, die hatten wir, wie gesagt, öfters in Boxen drin oder halt, ne, eigentlich in Boxen. Ich wüsste nicht, wo, und in Adventskalendern halt, ne. Mag ich, finde ich gut, ist sehr weich und sehr, sehr sättigend. Also das ist für mich tatsächlich ein optimales Frühstück, wenn es mal schnell gehen muss, ne, und man so irgendwie überall und nirgendwo gefühlt ist, dann ist es ganz schön, wenn man eben sowas sich essen kann zum Kaffee, ne, dann passt das. So, die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht. Und das macht sie. Ja, der Preis, ich habe es nämlich gerade gedacht, ne, wir müssten mal so langsam Produkte haben, dass wir auch wirklich auf die 400 Euro kommen. Zack, Avant, passt. Ne? Das ist halt ein Produkt, was super hochwertig und hochpreisig ist. Und die ist toll, die Harmonious Rose Quartz Revitalizing and Firming Mask mit 50 Millilitern. Die ist wirklich, wirklich gut. Die habe ich auch schon ein oder sogar zweimal aufgebraucht. Sehr, sehr angenehm. Feuchtigkeit spenden mit Hyaluronsäure, beruhigend und so. Ne? Mag ich. Also das passt tatsächlich. Würde ich im Leben nicht für den Preis kaufen, aber letztendlich bezahlst du ja dadurch, dass du den Adventskalender kaufst, nur ein Viertel für die Maske. Also von daher passt das irgendwie. In der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas von Schäbens freuen. Reife Haut Anti-Age-Konzentrat. Ja, das ist halt ein Adventskalender, der jetzt nicht für Teenager gedacht ist, glaube ich. Ne? Da kannst du dir dann vielleicht eher so den Germany's Next Topmodel Adventskalender von denen angucken. Das ist ja alles Beauty Love. Findest du auch auf der Beauty Love Homepage. Habe ich dir auch in der Infobox verlinkt. Hypoallergen reduziert Falten und erhöht die Hautfeuchtigkeit mit Q10, Ginseng-Extrakt. Also, ne, hast du hier so drin. Und ich finde auch, dass der Winter so ein bisschen nach Ampullen schreit, aber auch so ein bisschen nach Masken, aber so Tuchmasken können manchmal ein bisschen zu kühl sein, deswegen dann eher so Crememasken haben wir ja drin gehabt oder Ampullen. Ich mag das, also das ist schon mein Vibe. In der Nummer 10 darf es mit einem weiteren Typchen weitergehen. Oh, Eva sieht Fußbalsam. Ich glaube, die Leute gucken, also die Firmen gucken vielleicht auch das ein oder andere Unboxing von mir. Und jedes Mal, wenn ich ein Fußbalsam oder Fußcreme oder sonst was für die Füße in der Hände habe, finde ich es großartig, weil das sehr oft vergessen wird. Und die Füße sind so wichtig. Hier haben wir 75 Milliliter drin und ich meine, dass ich den auch noch da habe. Ich finde es einfach wunderbar. Also jeden Abend werden meine Füße schön eingecremt, dann ziehe ich mir halt so Wollsocken oder Füßlis, je nach der Jahreszeit, ne, drüber. Und das hilft einfach. Dann habe ich dadurch viel weichere Füße, aber auch gepflegtere Füße und man redet nicht so viel über Füße, weil ich glaube, das mögen nicht so viele, oder? Aber es ist trotzdem sehr, sehr cool. Doch, also bislang, der Adventskalender hat mich schon gepackt. Die erste Schnapszahl, Nummer 11. Oh, gleich zwei Produkte in einem Schläppchen, das mögen wir ja immer gerne, ne? Optimal Hydration, da haben wir eine, hä? Nee, zweimal, okay. Hätten sie auch einfach eine größere Sense-Verpackung gespart. Egal. Das ist, kann ich euch so sagen, die regenerierende Body Lotion. Und da haben wir jeweils 30 Milliliter drin, also insgesamt 60 Milliliter. Vielleicht hatten sie keine Zwischengröße und haben sich gedacht, ach komm, eins ist ein bisschen wenig, machen wir noch ein zweites rein. Ja, das, ein drittes hätte, glaube ich, auch gar nicht mehr ins Kläppchen gepasst. Und nö, das wäre ein bisschen eng geworden. Deswegen, also Body Lotion mag ich gerne. Wir hatten jetzt tatsächlich auch schon eben so ein bisschen was ja von Kopf bis Fuß mit dabei gehabt. Ne? Aber zähle ich jetzt quasi als zweite Bodylotion, das passt. Die Halbzeit, Nummer 12. I Want You Naked. Das ist eine coole Marke, die durfte ich auch mal auf einem Event kennenlernen. High Potential Face Toner und da haben wir drin 30 Milliliter. Der ist zum Sprühen, sowas mag ich gerne. Das ist aus Glas, also auch sehr, sehr hochwertig. Die Marke generell ist sehr, sehr hochwertig und ich finde Toner ist so, so wichtig. Ich habe euch hier letztens mal ein Video gemacht zu,
reine Haut und so weiter. Und da gehört Toner einfach für mich mittlerweile sehr, sehr, sehr intensiv mit dazu, weil ich eine sehr sensible Haut habe und da einfach auch zusehen möchte, dass sie auch beruhigt wird, bevor ich da mit Wirkstoffen dran gehe. Und da kommt sowas einfach gut. Finde ich klasse. Und wenn ich mir jetzt so angucke, was wir in der ersten Halbzeit hier drin hatten, also, ja, müssten wir theoretisch aufgrund der Wertangabe 200 Euro auf dem Tisch stehen haben. Ja, das Avant-Produkt, das reißt es halt hoch. Die Larizzi-Palette wird wahrscheinlich auch recht hochpreisig sein und auch das Dr. Hauschka-Produkt ist nicht unbedingt günstig. Alle anderen Sachen, gut, das I Want You Naked ist auch ein bisschen hochpreisiger. Also ich glaube schon, dass wir hier einen ordentlichen Wert haben. Die Frage ist dann halt einfach nur, ist es einem das selber wert? Ne? Theoretisch wären es dann ja auch bei 120 Euro für den Adventskalender 60 Euro auf dem Tisch. Und wäre mir das, was hier steht, 60 Euro wert? Ich glaube eher weniger, um ehrlich zu sein. Aber nun, wir schauen mal in die zweite Halbzeit rein. Naja, wenn die mit Herzchen startet, dann muss da ja auch was Bombastisches drin sein. Noch in Luftpolsterfolie eingepackt. Dekorative Kosmetik. Don't Blush Me Blush. Tease. Suit of Armor. Kommt mir bekannt vor. Das war ein Reim, ne? Oh, der ist aber intensiv, Leute. Hot Coral. Ich suche hier gerade nach einer Mengenangabe. Die steht jetzt hier nämlich so nicht drauf. Doch, 4 Gramm. 4 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und das ist mal ein Hot, Hot, Hot Pink. Das ist krass, ne? Aber geil. Also ich glaube, so ein intensives Blush habe ich jetzt so noch nicht bei mir in der Sammlung. Wow. Und auch Tees ist eine Marke, die eher so Richtung ich bin eine Boxenmarke geht und weniger ich bin eine Marke, die du regulär irgendwo im Geschäft siehst, ne? Die Nummer 14. Ein Seifenstück. Lemongrass Savon du Midi. Mit Karité-Butter haben wir eine Seife hier drin. 100 Gramm. Ja, einfach mal ein Stück Seife. Kann man definitiv machen. Reinigen muss sich jeder. Hände waschen ist wichtig. Riecht angenehm, ne? Ist halt so ganz klassisch. Ein Stück Seife und ja, praktisches Produkt. Der 15. Dezember hat so Sparkles drauf. Vielleicht haben wir am 15. Dezember dieses Jahr Schnee. Das wäre ja schön, oder? Oh, ich mag Schnee. Bullrich, Heilerde-Tuchmaske mit Hyaluronsäure spendet der Haut Feuchtigkeit, erfrischend und belebend. Ja, hier sind wir wieder bei einer Maske. Ich persönlich liebe Masken. Diese Masken sind so ein bisschen, also wenn du die drauf machst, darfst du nicht denken, die wäre schlecht, weil die halt sieht, die sieht ein bisschen, naja, du hast halt Heilerde mit da dran, so, ne? Das sieht ein bisschen schmutzig halt aus. Manche sind gut von denen. Ich glaube, die hier war auch gut, die Feuchtigkeitsspendende. Aber andere, die ich verwendet habe, waren nicht so gut. Das ist wirklich so ein Hit or Miss. Muss ich mal gucken, ob ich die jetzt auch wieder mal ausprobiere, ne? Und ja, finde ich immer ganz interessant, wenn du Heilerde in Kombination mit Feuchtigkeit hast, weil das sich ja meiner Meinung nach eigentlich eher immer wieder so widerspricht. Aber kann man mal machen. Die Nummer 16. Okay, hier gibt es was zu essen. Lotao Veggie Burger auf Basis von Erbsen und Jackfrucht. Mix für vegane Bio-Burger. Interessant. 100 Gramm hast du hier drin enthalten. Da muss ich doch direkt mal an die liebe Sarah Isabel denken. Die steht nämlich voll auf sowas, während ich vor sowas stehe und mir denke, was ist das? Und safe Schatzi auch nicht unbedingt dazu überreden kann, dass er das mit mir auch essen wollen würde. Ja, ist aber tatsächlich eine ganz gute Geschichte, ne? Dass wenn man halt vegan auch lebt, dass man da die Möglichkeit hat, sich halt auch so Patties zu machen. Ist jetzt nicht unbedingt was für mich. Holla die Waldfee. Eine Woche vor Heiligabend haben wir hier einen riesen Büchslein. Und das ist prall gefüllt mit Alverde Pro Climate umweltneutral handeln. Cremeöl-Lotion, intensiv, für sehr trockene Haut, 200 Milliliter. Das ist ja mal großartig, oder? Kannst du nicht anders sagen. Und ich finde auch so für sehr trockene Haut, das kannst du auch wirklich gut im Winter gebrauchen. Also sehr kluges Produkt. Gut, es ist jetzt wirklich die dritte Bodylotion, ne? Das heißt, jetzt muss es reichen. Aber es macht durchaus Sinn, weil im Winter haben wir alle sehr, sehr trockene Haut. Oder die meisten von uns haben halt vermehrt trockene Haut. Dementsprechend rein damit. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, der 18. Dezember. Privacy. Was haben wir hier? Heiße Fragen und überraschende Antworten ab 16. Mhm. Ein Partyspiel. Warnhinweis, nicht immer jugendfrei. Das finde ich cool. Ach, ich mag sowas. Ich finde es einfach immer großartig, wenn man halt auch so mit Freunden über Sex reden kann und da nicht irgendwie ein Blatt vor den Mund nimmt, ne? Ab 16 Jahren, ja, das macht ja Sinn. Ich bin als Erwachsener schon mal bewusst schwarz gefahren. Nö. Ich würde gerne nochmal in einen Swingerclub gehen. Nö. Ich habe in den letzten 4 Wochen bitterlich geweint. Yep. Mein Konto ist am Ende des Monats immer in den roten Zahlen. Nein. Ja, okay, da kann man auf jeden Fall dann mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Finde ich cool. Finde ich wirklich cool. Ich rede hin und wieder mit Pflanzen. Ja, safe.
Ich rede mit allem. Ich rede mit wirklich allem. Oh mein Gott. Und ich entschuldige mich auch bei allem. Naja. Cooles Spiel. Also das werde ich wirklich selber behalten. Ne? Beim nächsten Mädelsabend oder so. Oder bei der nächsten Party. Oder Weihnachten, klar. Generell ist sowas halt auch ganz witzig. Muss man halt nur aufpassen, wie man welche Frage stellt vielleicht. Die Nummer 19 fühlt sich leer an. Da ist hoffentlich kein Gutschein oder so drin, weil sowas bin ich ja eher so mäh. Uncorrupted Beauty. Okay, die haben halt gute Produkte, ne? Das ist ein Luxus-Beauty, die alles verändern wird. Das kenne ich, finde ich großartig, verwende ich aktuell auch die Gesichtscreme von. Retinol und Bakuchiol Serum im Wert von 80 Euro plus 3 Monate Mitgliedschaft gratis. Das finde ich schon wieder cool. Das finde ich richtig cool. Merry Christmas und Happy New Year. 10 Euro Geschenk hast du hier auch noch mit dabei. Ne, 110 Euro. Das ist ein 110 Euro Geschenk, Claudia. Lesen. Also du hast ja einmal dieses Serum. Ich kann es euch gerade nicht zeigen, weil da überall der Code und der QR-Code und so weiter draufsteht. Naja, habt ihr auf jeden Fall auch schon mal bei mir gesehen, ne? Warum halte ich das zu, wenn ihr das eh nicht seht? Guten Morgen. Auf jeden Fall, ja, finde ich das cool. Und ich frage mich halt tatsächlich, warum das jetzt nicht hier mit drin ist. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, ne? Aber das mit der Monatsmitgliedschaft finde ich ehrlich gesagt cool, weil da hast du die Möglichkeit, dann zum Beispiel an meinen Lieblingsconcealer ranzukommen, wenn du möchtest. Das ist dieser hier, der ist tatsächlich hier auch in meinem Schminkkit. Der ist einfach fantastisch. Ich habe heute jetzt einen Pure Schminke geschminkt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt aktuell noch gilt. 20% Rabatt, Claudis Welt 20 auf alles. Gönn dir hart, ne? Da habe ich nämlich die neue Denisa Myricks Lightwork 5 Palette mir auf die Augen gesetzt und ja, so viel dazu. Auf jeden Fall verwende ich den sonst immer. Der ist großartig. Der creased nicht und der ist einfach so, so empfehlenswert. Und ich glaube, wenn man halt die Mitgliedschaft dort hat, dann kostet der nur 12 Euro. Ja, also ich hätte es vielleicht cooler gefunden, einfach so von der Haptik her, wenn die das Produkt hier reingepackt hätten, also das Retinol im Bakuchiol Serum, ne? Und die Mitgliedschaft halt auch nochmal separat dann quasi als zweites Produkt hier mit reingepackt. Genau. Denn generell Gutscheine in Adventskalendern finde ich jetzt nicht so geil. Es sei denn, es ist wirklich so ein cooles Ding. Hier hast du ja auch nicht irgendwie Mindestbestellwert oder sowas, ne? Und du musst dann ja eigentlich auch nicht irgendwie noch was bestellen, wenn du die Mitgliedschaft hast. Ja, deswegen. Ich zähle das als 110 Euro, glaube ich schon. Oder als 80 Euro. Ich weiß es noch nicht. Ich zähle es auf jeden Fall irgendwie mit dazu. Die Nummer 20 habe ich jetzt hier. Und die eröffnet uns den Sprint Richtung Heiligabend. Jetzt kommen gerade so ein paar Kooperationspartner von mir hintereinander. Finde ich super. Hier habe ich den Zucchini-Gewürzmix von Just Spices. 60 Gramm sind hier drin enthalten. Und ihr könnt auch, ich glaube nach wie vor, mit Just Cloudy auf den Adventskalender sparen. Schaut mal vorbei. Und ich mag die sehr, sehr gerne. Heute hat Schatzi nämlich noch eine Lasagne gemacht und hat da, ich glaube, das Bolognese-Gewürz drüber gemacht, hat er erzählt, ne? Es ist einfach genial. Du hast tolle Gewürzmischungen, die auch nicht so super fein sind oder so. Das heißt, du siehst die einzelnen Bestandteile. Du schmeckst es auch super, super geil. Und ich finde, die sind sehr, sehr gut gemacht. Du findest online halt auch tolle Rezepte damit und auch auf den Produkten selber drauf stehen immer Rezepte mit dabei, ne? Das ist echt cool. Ist kein hochpreisiges Produkt, aber ich mag halt einfach die Marke und deswegen passt das irgendwie schon mit hier rein für mich. Die Nummer 21 hat auch wieder Herzchen mit dabei. Oha, also jetzt kommen aber ganz schön viele Masken, ne? Also wir haben jetzt unsere dritte Maske, unsere zweite Tuchmaske. Dermaroller, das ist natürlich ein sehr hochpreisiges Produkt, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Die Intensive Hyaluronic Moisturizer Maske. Und ich meine, dass ich die auch schon mal in irgendeinem Flaconi Adventskalender oder so vor Jahren drin hatte und mal ausprobiert habe und die sehr, sehr gut fand. Also die habe ich auf jeden Fall positiv in Erinnerung. Oder die war auch mal in der Barbara Box selber drin, das weiß ich gerade nicht. Fühlt sich auf jeden Fall auch an, als wäre da super, super viel Serum drin enthalten. Und normalerweise nimmst du ja diesen Dermaroller von Dermaroller und rollerst über dein Gesicht und machst dann danach halt quasi die Maske drauf. Aber nicht jeder mag ja dieses Microneedling. Deswegen finde ich es gut, dass wir halt die Maske hier drin haben. Den Roller jetzt nicht so unbedingt. Boah, wie der ist in der 24. Das finde ich gar nicht so geil, ne? Die Nummer 22 habe ich jetzt hier. Da habe ich was von Physiogel drin. Also wir haben auch relativ viele Produkte, die ich jetzt auch so in Apothekenboxen vermutet hätte, ne? Calming Relief, eine Handcreme. Das ist jetzt, also wir hatten ja die Kamill-Handcreme, dann hatten wir von Salthaus die von Kopf bis Fuß, wo du ja auch die Hände mit eincremen kannst. Und dann haben wir hier noch eine Handcreme.
Man kann nicht genug Handcreme scheinbar haben. Reicht dann aber auch echt, ne? Für beanspruchte und strapazierte Hände pflegt die Hände mit Panthenol ohne Parfüm und Farbstoffe. Finde ich toll. Also 50 Milliliter sind hier drin. Das ist sicherlich ein Produkt, was ich auch meiner Mama geben würde oder halt einer meiner Muddis. Ich habe ja sehr viele Muddis, ne? Also meine Mama, Stiefmama, Stiefschwiegermama in Spee, Schwiegermama in Spee, Omama, Schwiegeromama. Genau, und die haben, glaube ich, fast alle sehr sensible Haut und dann ist es auf jeden Fall irgendwo sicherlich gut aufgehoben. Ein Tag vor Heiligabend habe ich was sehr, sehr Leichtes hier drin. Dekorative Kosmetik wäre cool. Ja, Kess. Oh, Brown Day Mascara. Ja. Ja, finde ich klasse. 7,5 Milliliter, das ist sicherlich eine Full Size, ne? Und Kess Berlin ist auch eine Marke. Ganz am Anfang von YouTube habe ich da auch schon Produkte von ausprobiert. Ich weiß nicht, ob das in der Kooperation war oder ob ich mir die selber geholt hatte. Bist du wirklich in... Oh, das ist wirklich eine braune Mascara. Deswegen lasse ich die jetzt einfach mal zu und blende euch hier jetzt mal das Bürstchen ein. Denn zum einen würde ich jetzt mal so tippen, dass es nicht so den Wawawum-Effekt macht. Einfach so vom Qualitätsvermutungseffekt her. Ne? Ich bin ja jemand, ich mag gerne viel, viel, viel und da steht Kess jetzt nicht unbedingt für. Und eine braune Mascara, ich habe von Too Faced zum Beispiel eine da, die ich sehr sporadisch verwende und da brauche ich keine weitere braune. Ich glaube, von Essence habe ich auch noch eine. Das reicht. Ne? Und ja, deswegen. Aber eine Mascara generell im Adventskalender ist wunderbar. Und ich glaube auch, dass dieser Adventskalender eher danach schreit, dass es jemand ist, die den Adventskalender auspackt, die sich halt eher dezent schminkt, abgesehen vom Blush, da lässt man es halt einfach mal krachen, ne? Genau. Und ja, jetzt schaue ich aber mal mit euch in die 24 rein. Heiligabend, Leute. Also für Heiligabend, das ist sehr, sehr leicht. Dekorative Kosmetik, das würde ich ja immer in leichten Käppchen vermuten. Nee, das ist ein Klassiker, aber ein guter Klassiker. Da habe ich Barbour Ampullenkonzentrat drin. Das ist so ein Dreier-Set. Da hast du einmal die Hydra Plus, die Multivitamin und die Lift Express drin enthalten. Also großartiges Ampullenset, was man auch auf jeden Fall gut verwenden kann. Ist jetzt nicht das teuerste aus dem ganzen Adventskalender jetzt in der 24, ne? Aber es sind Barbour Ampullen und ich glaube, die sind einfach sehr beliebt, sehr bekannt. Und da freut man sich drüber, wenn man den Adventskalender auspackt. Deswegen passt das. Nun, wir haben in diesem Adventskalender wirklich einen bunten Mix drin. Ein ganz kleines bisschen dekorative Kosmetik, was halt eher so dezent unterwegs ist. Ich roll mal rüber, ne? Auch ein bisschen Food ist mit dabei. Wir haben auch sinnvolle Pflege am Start, was ich wirklich gut finde. Recht viele Masken, was ich feiere, weil ich bin Maskenjunkie. Könnte für die ein oder andere Person ein bisschen viel sein, um ehrlich zu sein. Aber ansonsten ist er solide befüllt. Wenn ich mich auf den Tisch umgucke und mir denke, naja, 120 Tacken ungefähr hat er ja gekostet. Das ist schon mal eine Hausnummer. Da würde ich vielleicht ein bisschen mehr Highlight-Produkte erwarten, also Highlight-Produkte im Sinne von wirklich bekannte Highlight-Produkte. Das wäre so eine Sache. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Purish Adventskalender denke, da hast du schon Highlights drin, die auch die Leute ein bisschen mehr kennen. Ne? Da ist der Warenwert nicht so hoch wie bei dem hier, aber ich persönlich kann mit den Produkten auch von den Marken her ein bisschen mehr anfangen. Klar hast du hier Alverde drin, du hast hier auch Camille mit drin enthalten. Ne? Das sind schon Marken, die man auch so kennt, aber viele Marken, die einen vielleicht nicht so flashen und deswegen dann nicht so ein positives Gefühl hinterlassen. Denn im Großen und Ganzen, muss ich sagen, haben wir hier einen astreinen Adventskalender. Also von den Produkten her finde ich den super gefüllt. Ich finde, das ist eine extrem krasse Empfehlung für jemanden, die sich halt nicht so intensiv schminkt, ne? Für den Alltag einfach gut geeignet. Du kannst irgendwie mit jedem Produkt gut was anfangen, hast einen Schmunzelmoment mit diesem Kartenspiel mit dabei und auch ein bisschen Luxusmomente am Start. Und das ist irgendwie schon cool. Der Knüller fehlt halt irgendwie wahrscheinlich. Ne? Da ist dann klar in der 24 das hier als der Knüller mit drin, aber es hätte noch mehr knallen können, finde ich. Für 120 Euro halt. Ihr Lieben, was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare und dann wäre es hier schon gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.